Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute Nummer 2. Ja, ich habe drauf gecampt auf das Update jetzt gerade. Vor 5 Sekunden habe ich meinen Browser aktualisiert und es ist die neueste Versionsnummer drauf. Ich habe es gesehen anhand der Achievements, dass ich ganz, ganz viele neue Achievements zum Freischalten habe. Dann bin ich sofort auf die Dungeon-Karte gegangen. Ja, das waren die ersten 2 Klicks, die ich jetzt im neuen Update gemacht habe. Und bei dem Rest nehme ich euch jetzt hier quasi live mit und wir entdecken zusammen, ja, alles was Neues in diesem Update mit der neuen Dungeon-Karte, die, ja, neue Map, die neuen Dungeons an sich, die Achievements und was es nicht noch alles gab, ja. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen mal an, ja, wir können hier nach links und rechts scrollen jetzt, das ist neu. Wir sind hier im Dungeon-Reiter und haben jetzt hier, ja, verschiedene Auswahlmöglichkeiten hier am Start, ja, und wir fangen mal an. Das ist erstmal komplett neu alles hier. Lichtwelt. Haben wir hier einen Sound eigentlich? Also ich habe Sound eigentlich angemacht. Ja, Sound ist da. Hier hab ich es dran gesehen. 103 Achievements. Gucken wir gleich, was da alles neu ist. Okay, wir haben hier einmal die Lichtwelt zur Hälfte. Oh, ach so. Okay. Oh, ja, ich verstehe. Hier haben wir die Lichtwelt, die können wir einmal nach oben scrollen, ja. Hier sind die Dungeons schon alle drauf, die wir kennen. Und jetzt sehen wir die neuen Dungeons. Es dauert nicht mehr lange, so haben sie es jetzt gemacht. Das ist jetzt die Lösung, die sie jetzt hierfür bereitgestellt haben. Hier haben wir jetzt die neuen Dungeons, die folgen werden. Ja, hier sind sie noch ein bisschen verhüllt alle. Okay, so haben sie es jetzt hier also angestellt. So sieht das Ganze aus. Dann gehen wir hier weiter über den 13. Stock zur Zauberschule, hier bei Osteros vorbei. Und dann kommen wir hier zum nächsten Dungeon. Der schon, sieht man hier schon ein bisschen was angeteasert eigentlich? Nee, hier sieht man noch nichts, aber hier sieht man schon so ein bisschen teaserhafte Sachen, ja, die auf uns zukommen könnten. So, dann wurde Stadt der Intrigen, ja, hier Zauberschulen-Express, wurde hier neu gemacht, so wie es aussieht. Beziehungsweise, ja, den Ort haben wir schon befreit von unserem Schrecken. Ich weiß gar nicht, was der 22. Dungeon, was war der gewesen? Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Stadt der Intrigen kommt mir irgendwie auch so neu vor, irgendwie. Ja, Zauberschulen-Express. Die coolen Kids sitzen ganz hinten. Das ist hier, oder ist das, das ist doch schon, ist das auch ein neuer Dungeon? Eigentlich, altehrwürdige Zauberschule ist ja eigentlich so Harry Potter-mäßig so, ne? Aber das ist ja auch eine Anspielung. So mit Gleis 13, 6, 9. Ja, die 69 muss hier natürlich drin sein, ganz klare Sache. Zählt für mich auch so ein bisschen mit in diese Harry Potter-Schiene mit rein. Ja, dann haben wir hier den Ascheberg. Dann nordische Götter. Die Grafik haben wir schon mal in einem Thumbnail gesehen. Jetzt ist es hier auch abgelichtet, die nordischen Götter hier am Start. Dann das Playa Hauptquartier, Headquarter. Sieht man hier übrigens auch ganz schön die Palme. Ja, die Palme ist hier am Start von Playa Games. Und ja, das, ja, nicht zu verwechseln. Ich habe gerade an den 13. Stock gedacht. Und hier oben haben wir dann noch den Olymp. Und hiernach kommt auch nochmal was Neues. Das heißt, nach dem Olymp eventuell nochmal ein anderer Dungeon, ein Late-Game-Dungeon vielleicht. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so das, was wir hier in der Lichtwelt haben. Dann die Schattenwelt. Okay, hier sehen wir jetzt das Ganze, es wurde ein bisschen überarbeitet. Wir fangen mal wieder erstmal unten an hier. Ne? Wir wollen das Ganze ja alles wirklich hier wertschätzen und gucken, was es hier für Details auch überall zu entdecken gibt. Hier ist nicht ganz so viel. Ja, hier sind diese Bäume auf einmal natürlich nicht mehr ganz so schick wie in der Welt davor. Und ja, ansonsten alles hier von, ja, Kraken umgeben hier irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Olymp ist ja für mich der letzte Gegner. Hier der Zeus, der noch zur Verfügung steht. Hier haben wir die letzten Gegner gesehen und hier sehen wir auch, dass dieser Gegner ein garantiertes Epic mit einbringt. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so die neue Grafik für ja, die ganzen Welten. Und wer jetzt meine Instagram-Story gesehen haben sollte, ja, mit den geleakten Bildern,
Das sind die Sachen, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern. Zum Beispiel hatte ich ja einen Ausschnitt genommen von einem Bild und habe darunter geschrieben sowas wie, oh, hier mal Urlaub machen wäre schön. Da habe ich diese Region hier, ja, die habe ich ausgeschnitten und so hochgeladen. War noch überhaupt nichts, nichtssagend, einfach nur ein Berg mit ein bisschen Wasser, ne? Oder die andere Grafik, die wir jetzt ja auch hier sehen, ist das Dämonenportal, wo wir jetzt hier nicht mehr rauf können, leider. Schade. Da müssen wir dann wahrscheinlich warten, bis wir auf die anderen Accounts raufkommen, wo das noch freizuschalten ist, weil hier kann ich leider gar nicht mehr raufklicken, weil ich hier schon abgeschlossen habe. Aber auch auf Instagram gepostet habe ich, wen könnten diese Sandalen hier gehören, ne? Da waren nur die Sandalen drin, ohne Shakes quasi, ne? Und ja, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, dass er jetzt hier drin ist auf einmal. Vielleicht kommt er, wenn man das Portal abgeschlossen hat. Hatte ich auch auf Instagram gepostet und gespoilert. Quasi nur den Ausschnitt von den Sandalen hier, ohne die Füße von Shakes. Also da war er nicht drin, da waren quasi so eine Rauchwolken aus den Sandalen raus, ne? Und da weiß man jetzt bis heute nicht, was das jetzt auf sich hat damit. Auf jeden Fall, das Bild hatte ich halt auch gepostet. Komplett nichts aussagend, aber halt eben so ein bisschen anteasern, ne? Das waren so die Teaser, die ich bereit gehabt hatte. So, dann haben wir hier Dauerschleife der Idole auch noch extra mit abgebildet. Und hier die Grafiken im Hintergrund darf man auch nicht vergessen. I was here, steht da unten. Ja, ansonsten so ein paar Höhlenmalereien, sag ich mal. Ich kann leider auf die einzelnen Sachen überall nicht mehr draufklicken. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Ansonsten, ja, das ist jetzt die überarbeitete Map. Ne? Es ist nicht mehr. Ja, es ist keine komplette Map mehr, wie wir das kennen, so eine gesamte Map, wo alle Dungeons drauf sind. Sondern es ja, wird jetzt langsam irgendwie erweitert. Ne? Dass man ja, eine Hälfte hier die Dungeons hat und auf der anderen Seite wahrscheinlich die ganzen Gegner denn. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesen neu gestalteten Sachen hier. Und ja, wer es noch nicht getan haben sollte, kann natürlich auch sehr gerne ein kostenfreies Abo hier dalassen, denn hier erfahrt ihr die Informationen meistens immer auf YouTube zuerst. Ne? Das auf jeden Fall nochmal dazu. Ja. Kommen wir mal zu den Achievements. Es sind viele neue Sachen hier am Start. Ich hatte 92 von 93, jetzt sind es 103 Achievements geworden. Wir blättern mal Stück für Stück durch. Was haben wir hier alles Neues? Ja, mal gucken. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir schon soweit alles. Nicht, dass ich irgendwas jetzt verpasse, was ich schon abgeschlossen habe. Ansonsten weist mich da sehr gerne mal drauf hin, falls ich hier irgendwas übersehe, was ich schon durchgespielt habe. Aber ich glaube, ja gut, das fehlt hier natürlich noch. Hier beginnen jetzt die neuen Sachen. Ja, dann die weiteren Sachen, die auch schon geleakt worden sind, zumindest die Bilder von den Achievements, ne, hatte ich euch ja auch alles nicht gezeigt. Jetzt ist es offiziell, jetzt darf ich euch zeigen. Drachenkenner, den Drachenhort in der Lichtwelt bezwingen. Okay, das sind denn die neuen Dungeons. Ja, also wir haben hier einmal den Drachenkenner. Dann haben wir hier den Drachenhetzer, den Drachenhort in der Schattenwelt bezwingen. Also eventuell, das sind hier vielleicht die Achievements, ja, das sind wahrscheinlich die Achievements für die neuen Dungeons, gehe ich mal von aus. Dann haben wir hier Heller Geisterjäger, das Horrorhaus in der Lichtwelt bezwingen. Gut, da haben wir jetzt den eindeutigen Beweis, dass das hier die Achievements sind für die Dungeons, die uns erwarten, die fünf neuen Dungeons, ja. Erster Dungeon, zweiter Dungeon, dritter Dungeon und dann kommen wahrscheinlich die anderen, oder? Also hier Dunkler Geisterjäger, Horrorhaus in der Schattenwelt bezwingen, dann Liga der Inkompetenz, die dritte Liga der Superhelden in der Lichtwelt bezwingen und Liga der Rachsucht, die dritte Liga der Superhelden in der Schattenwelt bezwingen. So, das sind die Dungeons, die uns erwarten werden. Ja? Ying Dojo Meister. Das Dojo der Kindheitshelden in der Lichtwelt bezwingen. Und dann haben wir natürlich nochmal den Yang-Dojo-Meister.
Kindheitshelden in der Schattenwelt bezwingen. Das sind jetzt quasi schon die ganzen Sachen. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr großartig Spoiler so, ne? Weil das hat jeder von euch im Achievement nachher, im Achievement-Heft ab morgen. Also, ja, da gibt es jetzt nichts mehr großartig zu spoilern. Das sind die Dungeons, die kommen werden. Das steht so fest, das ist so, ne? Jetzt kommt ja jeden Freitag immer ein neuer Dungeon. Die Achievements sind hier aber halt eben schon drinne und bei euch eben ab morgen halt auch schon überall, ne? Also, wir haben hier. Dann weiterhin Riesenversteher, die Monstergrotte in der Lichtwelt bezwingen und Riesenbändiger, Monstergrotte in der Schattenwelt. Also rundum festgehalten, wir haben einmal wahrscheinlich so ein Drachendungeon, dann das Horrorhaus, ja, dann haben wir die Liga der Superhelden, ne? Jetzt kann man natürlich spekulieren, was könnte das sein? Horrorhaus, welche Gegner kommen davor? Sind das irgendwelche bekannten Horror- Figuren, die man kennt. Bei den Drachen sind es irgendwelche, ja, weiß ich nicht, bekannten Drachen. Liga der Superhelden, ne, kann man sich auch vorstellen. Es gibt ja auch verschiedene, ja, ultra viele Superhelden da draußen. Oh, da wurde ich ausgelockt. Dann haben wir den Dojo-Meister, ja. Das Dojo der Kindheitshelden in der Lichtwelt bezwingen. Da kann man jetzt natürlich auch spekulieren. Und ich weiß, die Bilder wurden auch schon alle geleakt, welche Dungeon-Gegner auf euch zukommen werden. Aber das werde ich jetzt hier nicht weiter, werde ich nicht weiter drauf eingehen. Ne? Das werden wir dann rausfinden, wenn es so weit ist und die Dungeons auch verfügbar sind. Ne? Also, Kindheitshelden kann man drüber, ne, nachdenken, welche Kindheitshelden könnten das sein, welche kommen davor. Ne? Und dann einmal die Monstergrotte. Ja, das kann eigentlich wiederum alles sein. Ne? Also da kann jetzt wirklich alles auf einen zukommen. So, ne? Aber was ich halt sehr interessant finde, Kindheitshelden, da kann man halt schon gut was mit anfangen. Monster sind ein bisschen zu offen, ja, also zu grob eingegliedert, sag ich mal. Superhelden kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Horror. Kann man natürlich auch in eine gewisse Sparte stecken, was da kommen könnte, und den Drachenhort, ne? Aber ja, das sind auf jeden Fall erstmal soweit die News zum Update. Der Elevator ist hier natürlich noch nicht weiter offen. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich euch noch zeigen kann auf S31? Bin wirklich sehr happy, dass der hier schon einen Tag früher draußen ist tatsächlich. Also, das ist echt mal, ja. Dafür, dass das Backend hier lange Zeit zuerst draußen war und es hier ja, zu Fehlern kam, die auf anderen Servern lange, lange Zeit nicht kam, ja, wird man jetzt doch hier mal ab und zu mal ja, entlohnt, sag ich mal, dass die Updates einen Tag früher da sind und ich die euch zur Verfügung stellen kann und das Ganze hier euch vorab ein paar Stündchen zumindest schon präsentieren kann. Ne? Also das ist auf jeden Fall ziemlich interessant hier, diese ganze Sparte. Schade, wie gesagt, dass ich hier nicht mehr draufklicken kann. Es geht nicht. Ja, es geht leider nicht. Sonst hätte ich euch das Ganze auch noch ganz gerne gezeigt, aber das werdet ihr wahrscheinlich morgen selbst dann rausfinden, falls ihr die ganzen Sachen noch nicht abgeschlossen haben solltet. Ja, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung, ja, eure ganzen Gedanken dazu in die Kommentare. Ich lese mir, wie gesagt, immer alles durch und genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr wisst ja, wie das läuft mit dem Algorithmus hier auf YouTube. Wenn die Bewertungen da sind, dann steigt halt eben auch ja, das Aufsehen des Videos. Ne? Wird halt besser vorgeschlagen. Ne? Deswegen, wenn ihr mich kostenfrei supporten wollt und ja, immer weiterhin versorgt werden wollt mit neuesten Content rund um Shakes and Fidget, alle Informationen, versuche ich immer so früh wie möglich für euch parat zu halten. Und ja, dann ist das, denke ich mal, das Mindeste, wenn man da vielleicht einen kleinen. Ne? Ja, ich will hier auch nicht zu viel betteln. Leute, wenn es euch gefallen hat, macht ihr es einfach von alleine. Ne? Guti, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch morgen viel Spaß, selbst mit dem Update. Und am Freitag, ja, kommt ja schon der erste Dungeon auf uns zu. Ne? Das Horrorhaus. Ich bin sehr gespannt. Da werden wir auf jeden Fall reingehen. Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.